Der neue Kunstvlog führt mich nach Burgdorf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache mich heute im Franz-Gertsch-Museum auf die Suche nach dem romantischen oder mystischen Blau. Welche Farbe das mystische Blau oder die berühmte blaue Blume der Romantik genau haben, ist natürlich nirgends festgeschrieben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen als Lapislazuli-Blau. Der inzwischen über 90-jährige Franz Gertsch malt heute solche großformatigen blauen Bilder mit genau diesem Pigment, das auch Fra Angelico Blau heißt. Die Motive entstammen der natürlichen Welt, Gräser, Blätter, Waldstücke, aber das Blau entrückt sie. Der Künstler arbeitet teilweise Monate an einem Bild. Die lange Dauer ist in Werken irgendwie als eine Form von Ruhe eingeschrieben. Nachdem ich 15 Minuten fasziniert mit den 5 Bildern kommuniziert hatte und ein weiterer Besucher genau dasselbe machte, wir aber beide so taten, als existiere der jeweils andere nicht, fragte ich: Sind Sie Sammler? Nein, er sei Künstler, antwortete Hans Wagenmann. Er ist ein Autor, Performer und Dozent aus Deutschland. Er erzählte mir, dass er eine längere Autofahrt auf sich genommen hat, um genau diese Ausstellung zu sehen. Ich habe ihn gebeten, zu beschreiben, was er wahrnimmt. Atmend, also ruhig atmend, als wenn Farbe in den Bildern atmen könnte oder Bilder in Farbe atmen könnten. Und es ist auch so eine Bewegung, wenn man länger hinschaut, scheinen sich diese Gräser und Pflanzen irgendwie zu bewegen, zu atmen, eben wie Sie schon sagten. Ja, es ist eine scheinbare Fixierung. Also es ist natürlich fixiert, ein Bild, ein gemaltes Bild mit physischen Fläche. Physisch, also als Bild, als Gegenstand ruhig. Möchte man es physikalisch beschreiben. Aber gleichzeitig ist quasi der Vorder- und Hintergrund, also ich könnte jetzt bei den Gräsern zum Beispiel auch Wind sehen oder Luft sehen. Also Transparenz zwischen vorne und hinten, also es bewegt sich im Grunde in einer Ruheständen. Ohne dabei Realismus zu verlieren. Also es hebt, das eine hebt nicht das andere auf. Und vielleicht ist das gerade ein Teil des Faszinierenden auf der Kontemplation, das darin liegt. Eine These meines Kunstvlogs lautet: Spiritualität ist eine Migrantin. Sie ist unterwegs und lässt sich gerade auch in Kunstorten zwischendurch gerne nieder. Wenn euch der Kunstspaziergang inspiriert hat, hinterlasst gerne Likes oder Kommentare.